Meine Meldung der Woche betrifft in dieser Woche die feste Fehmarn-Weltquerung. Dieses unglaublich wichtige transeuropäische Verkehrsprojekt, das die Europäische Kommission als das zweitwichtigste Projekt in Europa bezeichnet. Nach dem Brenner Basistunnel, ein 18 Kilometer langer Tunnel unter der Ostsee, der nicht nur Fehmarn mit Lolland verbindet, sondern der in Wahrheit ja die Metropolregion Kopenhagen-Malmö mit der Metropolregion Hamburg und darüber hinaus eigentlich Zentraleuropa mit Skandinavien direkt verbinden soll. Diese Fehmarn-Weltquerung hat diese Woche eine wichtige Hürde genommen. Am Montag in der vergangenen Woche hat das Landesverfassungsgericht entschieden, dass die Ausweitung der Behördenstruktur auch auf die Außenwirtschaftsbereiche, also auf die Bereiche des Tunnels, auf die man jetzt ja auch Behörden zugreifen lassen muss, dass dies durch Gesetz des Landes sehr wohl passieren durfte, was wir gemacht haben. Dass wir für den Brandschutz im Tunnel der Stadt Fehmarn die Kosten von der Hand halten müssen, ist klar. Und das haben wir auch immer zugesagt. Das sollen wir jetzt nochmal in ein Gesetz fassen. Das kann man relativ schnell machen. Insoweit war aber diese Entscheidung wichtig, denn sie ist für das Planfeststellungsverfahren wichtig gewesen und damit für den jetzt anstehenden Prozess ab nächste Woche in Leipzig vor dem Bundesverwaltungsgericht, wo die Kläger ja monieren, dass dies oder jenes nicht berücksichtigt worden ist oder ungenügend berücksichtigt worden ist. Ein wirklich hochkomplexes Verfahren, das muss man an dieser Stelle auch mal ganz deutlich sagen, denn mit einem solchen Tunnel unter den Meeren hat sich ein Bundesverwaltungsgericht bisher nicht beschäftigen müssen oder können. Jetzt kommt es da zu Fragen, die durchaus bisher auch höchstrichterlich noch gar nicht beantwortet worden sind. Wie viel Lärm kann der Schweinswal und darf der Schweinswal aushalten müssen? Wie ist das mit den Sedimentablagerungen, die beim Ausheben der Trasse für die Absenkelemente des Tunnels herausfallen aus den entsprechenden Baggerschaufeln? Alles Fragen, über die kilometerweise Akten produziert worden sind und Gutachten hin und her gewälzt wurden, weil natürlich diejenigen, die als Gegner der Weltquerung unterwegs sind, jedes Argument heranziehen, um zu sagen, hier oder da habt ihr ungenügend geguckt und das muss nochmal nachgearbeitet werden. Das ist auch in Ordnung im Rechtsstaat, dass man genau auf die Finger guckt bei bestimmten Stellen, die auch in den letzten Wochen im Land eine große Rolle gespielt haben. Werden wir möglicherweise den Plan auch nochmal ergänzen müssen, das steht noch nicht fest, aber bei der Frage der entdeckten Riffe hat der Naturschutzbund Deutschland Riffstrukturen in diesem Bereich des Fehmarnbeltes entdeckt. Dass es die da gab, war allen Beteiligten klar. Die vom NABU entdeckten Riffe befinden sich auch gar nicht auf der Trasse des Tunnels. Aber es gibt möglicherweise eine andere Verdachtsfläche, die bei den Untersuchungen dann noch gefunden worden ist, die jedenfalls teilweise auf dem Trassenverlauf liegt. Und da geht es jetzt darum, dass man da dann die entsprechenden Ausgleichsmaßnahmen eigentlich im Planfeststellungsbeschluss vorsieht. Muss. Ob man das noch mit Protokollerklärung vor Gericht heilen kann oder ob es dort eine Planergänzung notwendig macht, das steht nicht fest. Da ist ein Vorhabenträger der einen Meinung und andere sind anderer Meinung. Das werden wir erleben. Aber auch das, und das ist ganz wichtig, ist kein Thema, das den Bau der festen Fehmarn-Weltquerung verhindert. Denn solche Strukturen, solche Riffstrukturen sind Flora-Fauna-Habitat-Gebiete, bei denen es um die Frage des Ausgleichs geht. Wo kann man ansonsten ähnliche Strukturen schaffen oder was muss man tun, um diesen Eingriff in die Natur auszugleichen? Ein Showstopper, wie man so schön sagt, sind die Riffe auf keinen Fall. Und insoweit erwarten wir mit Spannung in den nächsten Wochen einen großen Prozess, der sicherlich viel Aufmerksamkeit haben wird, weil er relativ einmalig ist und viele Fragen zu beantworten hat, von denen ich auch nicht hundertprozentig sagen kann, wie sie beantwortet werden durch das Bundesverwaltungsgericht. Insoweit sind wir positiv, aber gucken auch, was es gegebenenfalls aus Leipzig gibt. Wenn man den Plan ergänzen muss, gibt es eine zeitliche Verzögerung. Ich bin ganz sicher, die Weltquerung kommt und ich bin guter Hoffnung, dass das vom Bundesverwaltungsgericht auch so bestätigt werden wird.